Durch das bekannte Elefantentor geht es in den Zoo Berlin. Gleich neben der Anlage für die Seelöwen liegt das Gehege der Zwergotterfamilie. Eine Sache können Mutter, Vater und Tochter richtig gut: ungeduldig sein. Besonders dann, wenn sich Pfleger Norbert Zamel mit Essen nähert. Das Essen für die aufgeregten Otter ist merkwürdig verpackt. Komm her, Dicker. Beiß mir nicht wieder ins Bein. Du sollst da rangehen. Das klappt ja wieder hervorragend. Die sind aufgeregt, weil die natürlich ihre relativen Futterzeiten kennen. Die haben ja auch eine innere Uhr. Und die werden auch nicht das ganze Jahr über gleich gefüttert. Die haben also durchaus Tage, wo sie deutlich weniger kriegen. Da haben sie Tage, wo sie ein bisschen mehr kriegen. Je nachdem, ob sie gerade ein Junge führen oder ob der Winter kommt und so weiter. Und momentan kriegen sie gerade ein bisschen weniger, weil die sind ja kräftig genug. Warm ist es auch. Schlicht und ergreifend Hunger. Na, die werden gleich kommen. Vereistes Futter hat sich als ideale Beschäftigung für die Zwergotter herausgestellt. Die intelligenten Tiere haben nämlich bis jetzt noch jedes Spielzeug zernagt. Bei der Otter-Eisbombe ist das nicht schlimm. Im Gegenteil. Besonders angesagt gerade die Geschmacksrichtung Maus. Sie sind pfiffig, sie sind allerdings auch sehr zerstörerisch. Deshalb muss man eben genau auswählen, was macht man hier. Und jetzt machen wir gerade momentan diese Versuche mit den Eisbomben hier, wo meine Kollegin dann immer Ballons mit Wasser füllt und diverse Sachen für die diversen Tiere einfriert dann. Ob das Fische sind bei den Robben oder hier sind es eben Strandkrabben oder Muschelfleisch oder Mäuse oder sonstiges. Das finde ich schon toll. Nur ist es eben so, dass das so eine Beschäftigung für 15 Minuten ist. Und die Viertelstunde Spaß hat gerade erst angefangen. Die eisige Schale knacken. Den leckeren Mäusekern anknabbern. In ihrer Heimat Südostasien machen die Zwergotter das ganz ähnlich. Allerdings mit den Schalen von Krebsen und Muscheln. Aber letzten Endes beschäftigt werden müssen die natürlich so viel wie möglich, wie Affen auch, wie alle intelligente Lebewesen letzten Endes auch. Ja. Der Lohn für die vollbrachte Arbeit, das gute Gefühl, etwas getan zu haben. Und ein mausiger Nachgeschmack. Im Tierpark Berlin gibt es ein Problem. Es droht Moschusochsen-Überbevölkerung. Schuld daran ist Bulle Kumpel, der gleich für zwei erfolgreiche Nachzuchten verantwortlich ist. Zurzeit lebt der heißblütige Kumpel von der Herde getrennt. Der wird jetzt eh ein Jahr rausgenommen, aber ich denke, zum Sommer kann er hin, weil dann ist die Brumpf wirklich vorbei. Weil wir einfach zu viele Tiere haben und wir werden die nicht los. Also die meisten haben ja die Grönländer-Moschusochsen und wir haben die Alaska. Alle, die noch welche brauchen, haben wir nur versorgt. Jetzt haben wir 9 Tiere und jetzt müssen wir einfach mal eine Pause machen. Und damit sich Kumpel in der Pause nicht langweilt, braucht er Beschäftigung. Gut, dann lasse ich ihn mal noch in das große Vorjäger. Der hat ja beide Vorjäger und da hat er auch seinen Ball. Vielleicht spielt er ja damit. Mal schauen. Ob der Moschusochsenbulle zum Fußballer taugt? Ah, komm. Den Spitznamen Ronaldo des Tierparks wird Kumpel bestimmt nie tragen. Er hat jetzt irgendwie andere Sachen im Kopf. Und diese Schrubbeln, was er jetzt macht, die haben ja so eine Drüsen unter den Augen. Da kommt dieses Sekret raus und das muschelt er jetzt hier überall ran, um allen zu sagen, meins. Ich Bulle. Das ist ganz schön doof. Ein bisschen spielen. Schon ordentlich im Kopf, der Kerl.
Komm mal hier, nimm mal die. Ja, schon mal. Ja, gerade diese Schüsseln, da sind sie alle so scharf drauf. Also wenn ich mal denke, da ist eh eine Kuh nicht in Ordnung, die schmeiße ich so eine Schüssel rein und wenn die nicht spielt, hat die wirklich irgendwas. Das ist dann so. Aber die ist morgen bestimmt gefaltet. Und hinüber. Aber der ist ja gut beschäftigt, also langweilen tut er sich nicht. Und wenn die Brunft vorbei ist, darf der Fußballverweigerer wieder zu seiner Herde. Vom Tierpark zurück zum Zoo. Beschäftigung im Alter ist nicht nur für menschliche Senioren ein Thema. Mit seinen 10 Jahren gehört Pippin schon zu den Rentnern unter den Nasenbären. Er wartet gerade auf seinen Lieblingspfleger Markus Röpke. Na, Pippin? Komm her, ich mein Süßer. Komm mal, komm. Tja, legen wir die mal hier hin, mal gucken, was passiert. Ich hab mal ein bisschen Melone mitgebracht, außerhalb der Fütterungszeit. Weil es heute so heiß ist und als Erfrischung. Man sieht ja, dass er das mögen. Die fruchtige Beschäftigung ist nicht nur lecker, sondern auch eine Möglichkeit, den anderen in der Gruppe etwas mitzuteilen. Jetzt versucht natürlich jeder seine Machtstellung da zu zeigen. Das Weibchen setzt sich genau rauf, um das Ganze zu blockieren. Da sieht man, wer dominant gerade ist, wer das dominante Tier ist. Die anderen müssen warten, vor allem unser Pippi hier, ne? Da kommt aber das Männchen, der nachzieht, und der ist ein bisschen stärker. Gegen den hat sie nicht so ganz so viel Chance. Da sieht man auch schon den Unterschied. Sie ist eine halbe Hemde gegen ihn. Er ist ein richtiger Brocken. Aber ich sehe schon, dass ich wieder den altbekannten Fehler mache, dass ich ein großes Stück reinmache und die müssen sich arrangieren, was sie eigentlich nie machen. Eigentlich keilen sie sich immer um eine einzige Sache, wie man sieht. Vielleicht werde ich das ganze Ding mal teilen. Das ziehe ich mal kurz ran. Ich muss natürlich selber aufpassen, weil die werden das auch gegen mich behaupten wollen. Ey, hallo! Ihr seid unmöglich. Ich muss auch aufpassen, weil die beißen mich aus. Also die sind nicht unbedingt so friedlich, wie sie aussehen. Ich lasse es einfach. Die beißen mir in die Hände. Die haben wirklich sehr, sehr scharfe, spitze Zähne. Lass Pippin hier auch mal was übrig. Nee. Wie wird man noch mal Pippins Lieblingspfleger? Ach ja, so. Männchen werden hier unterdrückt. Das ist hier nämlich eine Frauenregel. Da sind die Frauen die Chefs. Und als Mann musst du zusehen, wo du bleibst. Aber wir wissen das ja. Und dann nein. So, Süße. So, du darfst auch. Jetzt haben wir beide Männer zusammen. Nächstes Mal bringe ich mehr mit, okay? Warte mal. Ah, so. So, benimm dich. Ich hätte nicht gedacht, dass du gut ankommst. Kann natürlich auch sein, dass du noch nichts vorher gegessen hast und jetzt einen Hunger danach. Und während die anderen weiter fressen, verbringt Pippi noch etwas Zeit mit Markus Röpke. Nur wenige Meter weiter das Zoo-Aquarium. Einer der Bewohner ist intelligenter, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Der Oktopus. Und weil er so clever ist, langweilt er sich ohne Beschäftigung schnell. Christian Heller weiß, wie er das verhindern kann. Also das ist jetzt quasi eine Beschäftigungstherapie für unseren Oktopus. Wir haben ja schon mehrere Behälter mal ausprobiert. Momentan haben wir das Teil hier. Ein Kollege, seinen Katzen
weggenommen. Normalerweise ist es für Trockenfutter, sieht man hier an den Löchern, füllt man mit Trockenfutter und dann kann die Katze spielen und irgendwann fällt immer was raus. Nun haben wir also einen Behälter gesucht, womit der Oktopus ein bisschen was zu tun hat. Normalerweise soll der hier eigentlich nur den Deckel oben aufschrauben und soll sich das Futter rausholen. Und jetzt werde ich den mal beschäftigen. Manche Forscher glauben, dass es die Kopffüßer durchaus mit der Intelligenz von Katzen aufnehmen können. Offenbar aber auch mit deren Launen. Der Oktopus hat gerade keine Lust auf Beschäftigung und verzieht sich lieber. Doch so schnell gibt Christian Heller nicht auf. Kommt das Weichtier nicht zum Spielzeug, dann läuft es eben umgekehrt. Man kann leider ja nur nicht genau sehen, wie er die öffnet und wie man den Deckel oder wie er den Deckel dabei öffnet. Es ackert ganz ordentlich, wahrscheinlich auch in seinem kleinen Gehirn, weil normalerweise müsste er das schon offen haben. Vielleicht hat er es auch schon offen und wir sehen es nur nicht, weil sein Körper ja drüber sitzt. Aber ja, zu tun. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Übung, dass er halt ein bisschen beschäftigt ist und wir unseren Spaß haben, sehen, wie lange er da braucht, bis er sein Futter daraus gepolkt hat. Spieltrieb, Neugierde und Intelligenz des Oktopus sind umso erstaunlicher, da zu seiner Verwandtschaft so einfache Tiere wie Muscheln und Schnecken zählen. Und wie genau er den Ball öffnet, das bleibt sein Geheimnis. Es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen. Bester Beweis dafür, Eisbären Katjuscha mit ihren stolzen 32 Jahren. Katjuscha, komm mal. Katjuscha. Da, ich hab dir was hingelegt. Kommst du bitte mal? Oh, ja. Ein. Katjuscha bekommt Target-Training. Vor 9 Monaten hat Markus Röpke damit angefangen. Katjuscha, komm mal. Die Eisbärin lernt, Gegenstände und Signale mit etwas Angenehmem zu verbinden. Mit Futter. Denn die Seniorin soll umgänglicher werden. Das Problem mit den Eisbären war schon jeher, dass man sie nicht einsperren konnte. In dem Sinne, dass man reinkommt, wie bei den anderen Tieren, den Schieber aufmacht, sie kommen rein, gehen in Position und bleiben da auch stehen, so wie sie es jetzt macht. Sondern, dass man aufgezogen hat, man hat sich versteckt, hat durch einen kleinen Schlitz geguckt und geschaut, ob alle drin sind, ist schnell hier reingerannt und hat dann zugemacht. Und dabei haben die dann halt auch Schieberangst gekriegt, weil die sich dann extrem erschrocken haben, dass hinter ihnen der Schieber zugeknallt ist. Das war immer was mit was Negativem verbunden. Also habe ich halt angefangen, diese Käfige mit was Positivem zu verbinden. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Wie man sieht, bei ihr jetzt auch, sie nimmt das an. Und lernt auf diese Weise nicht nur etwas Nützliches, sondern ist auch beschäftigt. Denn wie so viele im Alter ist auch Katjuscha oft allein. Ihre alten Eisbärenbekanntschaften sind längst gestorben. Das Training läuft gut, was alle im Zoo überrascht. Katjuscha ist wirklich eine Bärin, die ist relativ unnahbar. Also die will nicht gekrault werden, die will nicht gestreichelt werden. Die kommt rein, geht wieder raus und guckt dich nicht an. Und dann habe ich halt angefangen mit ihr mit Training. Und ich hätte nie gedacht, dass es in kürzester Zeit so ein Vertrauensverhältnis sich bildet. Hi. Alles gut.
Genau, das ist das typische Eisbär-Aggression. Von wegen, hau ab, lass mich in Ruhe, kommst nicht näher. Aber daran sehe ich immer, dass sie noch in Ordnung ist. Wenn sie sowas noch macht, dann ist alles gut. Nur zur Erinnerung. Eisbären sind die größten Landraubtiere der Welt. Das war's. Fein. Brummende Motoren. Ein ungewöhnliches Geräusch im Tierpark. Ein riesiger Kran fährt Richtung Affenhaus. Für die Bewohner bedeutet das erstmal, die Geladas dürfen heute nicht ins Freie. Das Frühstück gibt es ausnahmsweise mal drinnen. Draußen geht es nun der maroden Infrastruktur an den Kragen. Ein Steg soll künftig den Brückenast zur Affeninsel ersetzen. Und der Steg, der kommt da noch. Das ist so ein schöner großer Urwald-Mammutbaum. Da werden wir dann sehen, wie das alles passt. Profiarbeit. Der Fuß für den Steg wird zuerst platziert. Weiter nach links, dass er mittig steht zum Schieber. Wir waren jetzt schlecht, dann sehen, wenn der Baum drauf liegt. Ja, aber er muss, so müsste er im Prinzip, dass der Baum so rüberkommt. Ich sag, ist okay. Arbeiterdenkmal. Jetzt muss der Baum nur noch passen. Ich muss mal gucken. Der kommt direkt von hier. Wir haben ja an verschiedenen Stellen im Tierpark auch Urwald-Mammutbäume stehen, aber ewig leben die auch nicht. Und der hat einen Winter nicht überstanden und der wurde im letzten Winter gefällt. Und seitdem haben wir sofort gesagt, den nehmen wir hier für die Anlage. Das Holz an sich ist ja noch super. Das heißt, wir werden die nächsten Jahre, zumindest was den Zugang vom Haus zu den Inseln anbelangt, kein Problem haben. Und so hat er dann noch einen guten Zweck. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Oder mit Michael Horns Worten. Hier liegt der gut, der kann hier nicht abhauen. Und wenn du die Krampen da dran hast. Vorsicht, da drüben halt. Vorsicht. Die Geladas können sich bei ihrem Tierpfleger Axel Oberländer bedanken. Der ist da oben schon dran, ist da gut. So sicher sind die Bäume in der Heimat Äthiopien bestimmt nicht. Sieht schön aus. Jetzt können wir auch wieder rüber balancieren, so wie das gewünscht war früher. Das Federn, das ist ja in der Natur der Sache, des Holzes, des Baumes. Ja, das sind ja Affen, das sind die auch gewöhnt. Na klar. Schick. Hast du gut gemacht. Die Kolonne zieht weiter zur nächsten Baustelle. Und die Geladas können endlich wieder ins Freie. Die Sicherheit des neuen Stegs nimmt erstmal nur einer in Augenschein. Rudelchef Aaron. Bis er sich auch traut, das unbekannte Bauwerk zum ersten Mal zu überqueren. Das kann dauern. Aquarium des Zoos geht das Beschäftigungsprogramm weiter. Im Becken der australischen Riffbewohner. Der Zitronenkugelfisch, die Rotfeuerfische, der gut getarnte Steinfisch und der Epaulettenhai sind als nächstes an der Reihe. Gut aufpassen beim Beschäftigen muss Christian Heller. Ja, hier haben wir also, wie man unschwer erkennen konnte, an den Warnschildern ein paar giftige Tiere drin. Bei den Rotfeuerfischen ist es so, dass die Rückenflosse halt wie eine Injektionsnadel funktioniert. Sollte man also auf keinen Fall rauffassen. Die sind ziemlich zickig. Wenn man auf die zukommt, reagieren die recht heftig, zuckend in Richtung Menschen in dem Fall und versuchen halt wirklich zu stechen oder abzuwehren.
Beim Füttern im Zooaquarium wie beim Schnorcheln im Urlaub gilt also: nicht anfassen. So, jetzt werde ich hier mal eine Garnele reingeben. Die Rotfeuerfische und der Zitronenkugelfisch machen sich sogleich über die Beute her. Für den gelben Riffbewohner hat Christian Heller aber noch Spezialfutter mitgebracht. Der Kugelfisch hat ja sehr starke Kauleisten, fressen in der Natur gerne hartschalige Tiere, nehmen sicherlich auch mal Segel auseinander oder Krebstiere. Und damit der hier auch seine Zähne so ein bisschen abarbeiten kann, haben wir Miesmuscheln, die wir kaputt machen. Weil, wenn wir die geschlossen reingeben in der Größe, hat der Kugelfisch ein Problem damit, die aufzubeißen. Der rutscht mit seinen Zähnen ab. Deswegen machen wir ihm das ein bisschen leichter und machen die Schale kaputt und werfen die dann rein. Und dann kann er sich einerseits beschäftigen damit, hat eine Weile zu tun. Und zum anderen kann er seine Zähne damit abwetzen. Der Zitronenkugelfisch zeigt Interesse. Christian Hellers Zahnpflegeplan geht auf. Allerdings nur für kurze Zeit. Dann funkt der Nachbar dazwischen. Der Epaulettenhai. Eine viel unauffälligere Jagdmethode hat der Vertreter der hochgiftigen Steinfische. Das sind wirklich reine Lauerjäger. Die bemühen sich überhaupt nicht, irgendwie an Futter ranzukommen. Die verlassen sich darauf, dass sie aussehen wie ein Stein, sitzen wirklich den ganzen Tag an ein und derselben Stelle und wenn was vorbeischwimmt, schnappen sie danach. Kugelfisch und Hai streiten noch immer um die Muscheln. Das Ziel Beschäftigung hat Christian Heller, wenn auch anders als geplant, erreicht. Ein bisschen überraschend war, dass halt der Epaulettenhai quasi als Mitesser da auch noch ein Nutznießer war. Also der hat ja ganz ordentlich mit weggeschnappt und hat ja dem Kugelfisch im Grunde genommen das Futter vor der Nase weggeschnappt. Freut mich natürlich, dann hat er also in seiner Futterpalette noch eine Variante mehr jetzt. Das heißt, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir da mit in der Menge Miesmuscheln reingeben. Das werden wir jetzt mal ein bisschen steigern. Nur müssen wir natürlich auch mal die Waage halten, weil Haie, die lagern halt, was sie zu viel fressen, auch in Form von Fett ab. Und wir wollen ja nicht, dass der dick ist. Solange der Hai um jeden Bissen mit dem Kugelfisch rangeln muss, besteht da keine Gefahr. Bewegung hält schließlich alle Lebewesen schlank. Huftiere beschäftigt die Pflegerin ihre Schützlinge mit Bällen. Der Moschusochse hat als Fußballer keinen Sportsgeist an den Tag gelegt. Aber wie sieht's bei den Mischmitakinen aus? Fußball-Talentscout Jana Simon möchte das herausfinden. Schauen wir mal. Bulle Tiro ist vormittags immer von der Herde getrennt. Mag er Fußball? Jana Simon hat zwei Ratschläge parat. Flipp näher aus, lautet der erste. Und der zweite? Hab Spaß. Ist das schon genug Motivation, um aus Tiro einen Fußballer zu machen? Der ist ja doof. Der ignoriert er total. Da geht er nicht ran. Zum Spielen hat er keinen Bock. Zu erwachsen. Ich glaube, das ist ihm auch ein bisschen unheimlich. Er läuft ja konsequent dran vorbei. Vielleicht ist er froh, alleine zu sein. Die Schneeziehen gucken so, als ob sie wollen. Da ruft schon die Herde nach Tiro. Dort wurde gerade sauber gemacht. Dabei hätte Bulle Tiro den Pflegern gefährlich werden können. Deshalb die Trennung. Nun darf er zurück. Und Jana Simon hat schon ein neues Talent entdeckt.
gehen wir mal eins weiter, mal gucken. Die ganz Kleine kennt ja den Ball noch nicht, die hier. Ist die kleine Schneeziege der zukünftige Fußballstar? Hilfe! Was ist denn Ditte? Jetzt geht's ja vielleicht doch noch mal gucken. Heu statt Ball. Fußballtalent-Scout im Tierpark. Wirklich kein leichter Job. Die nachtaktiven Tiere im Zoo könnten Besucher nur schlafend erleben. Gäbe es nicht das Nachttierhaus. Der Tag- und Nachtrhythmus ist hier getauscht, sodass man Kate und Plumpy auch tagsüber in Aktion sehen kann. In Aktion heißt bei Plumploris aber nicht gleich schnell. Die langsamen Bewegungen sind Teil der Tarnung. Das frisch zusammengestellte Paar bekommt Besuch von Pfleger Mario Grüßer. Kate. Ups. Hey. Komm her. Na? Er hat den Lieblingssnack der beiden Plumploris dabei. Heuschrecke. Guten Tag. Na? So, wo ist der andere? Wo ist dein neuer Mann? Plumpy! Mario Grüßer achtet darauf, keinen der beiden zu benachteiligen. Da ist er. Komm mal her. Na, komm mal her. Komm mal hier unten, Kleiner. Na? Ja. Ist ja richtig gierig, ja? So nicht so gierig. Ja, die sind jetzt so 4 Wochen sind sie zusammen. So circa. Und er ist ruhiger geworden. Er markiert zwar wie verrückt, aber da ist kein Zank mehr zwischen den beiden. Zum Anfang war er ja doch ein bisschen gröber. Hm? Ja, muss das ja klar machen, dass du der Mann bist, ne? Ja, dann wurde es immer besser von Tag zu Tag. Das ist zwar noch nicht so, dass sie zusammen schlafen, aber die können sich jetzt begegnen, fressen aus einem Napf und so. Also so ist das schon ganz ordentlich. Na, ich bring dir noch, bevor er alles auffrisst, wa? Muss die kleine Dicke ja auch noch eine kriegen. Hier. Kate hat sich schon fast so gut eingelebt wie Plumpy. Das war Texas noch nie, hab's ja noch nie auf dem Boden gesehen. Aber das ist eigentlich auch untypisch für Plumplori, da ist er ja eigentlich eher unnormal. Aber sonst hat es sich wirklich toll rausgemacht. Mit ihren 2 Jahren ist Kate viel jünger als der 12-jährige Plumpy. Zutraulich und verschmust sind sie aber beide. Beide sind ja so. Er ist ja auch eigentlich so, dass er auch seine Streiche einhalten will. Na, und das hier wollte ich doch gerne. So. Du
Im Tierpark hat die Baukolonne die zweite Baustelle erreicht. Ein Bagger schwebt ein, denn hier soll ein Wald vergrößert werden. Los geht's mit Löchern im Boden. Hornissen werden uns nichts tun, weil der Horn ist dabei. Ich passe ein bisschen auf uns. Oberpfleger Michael Horn hat also alles unter Kontrolle auf der Anlage der Margots. 7 neue Bäume werden hier eingepflanzt. Die kommen vom Grünflächenamt. Und Verstärkung kommt von 3 Pflegern in der Ausbildung. Warte mal. Stopp! Ganz kleines bisschen. So. Ja, so, na dann. Los. Aber hier ist doch fett, der Boden, ja? Da steht er gerade. Steht er gerade? Halt. Zwischendurch immer mal ein bisschen reinstopfen und verfestigen. Und das ist auch hier an der Kante innen drin. Das mit dem Spaten reinschieben ins Loch, bitte. Früher haben wir Kollegen gehabt, die haben dann in so einer Situation immer ganz viel Steine da reingeworfen. Und wir haben mittlerweile gelernt, weil wir die Generation sind, die auch alte Bäume wieder ausbuddeln mussten und neue reinbringen, dass diese Steine müssen dann auch rausgeholt werden. Und gebracht für die Stabilität hat es überhaupt nichts. Deswegen wissen wir schmeißen heute keine Steine mehr rein. Nicht wahr, Nils? Ich hab's nicht gemacht, der Kollege ist draußen. Ja, aber du durftest sie mit ausbuddeln. Ja. Die neuen Bäume für die Affenanlage stammen aus Windbruch und Fällungen zur Verkehrssicherheit. Die Arbeit mit den tonnenschweren Stämmen geht schnell voran. Jetzt muss er gucken, dass er ihn gerade stellt. Richtig fest zu machen. Sieht schon ein bisschen albern aus, was du da machst. Ja, neidisch nur, ne? Ich kann nicht so hoch springen. So sollte er doch. War Axel? Ja, er liegt perfekt. Dann nur ein Stempel. Liegt einfach nur so, wie er liegen sollte. Wenn wir sehen, sieht es toll aus. Ideal für die Elf. Ich bin dahin gezogen. Letzte. Ich danke allen vielmals für die Hilfe bei der Gestaltung der Margot-Anlage. Welchen Helm entwerfen? Ein Traum ist wahr geworden. Der Axel. Na siehst du, geht doch. Hammer hat geschafft. Ja. Kurz stolz auf die geleistete Arbeit sein, dann noch das große Gerät aus dem Gehege raus und schon gehört die Anlage wieder den Affen. Margot oder auch Berberaffen nehmen die frischen Bäume gleich in Beschlag. Neue Lieblingsplätze wollen gefunden werden. Die Margot sind die einzigen Affen, die in Europa auch in freier Wildbahn vorkommen. Eine Population bevölkert den Felsen von Gibraltar. Bei den Berliner Margots ist die Aufregung über die neuen Bäume schnell verflogen. Alles wieder vertraut. Gleich neben dem Landwehrkanal liegt der Zoo. Im Erweiterungsgelände arbeitet Christian Möller gerade mit der angriffslustigen Marci. Hör auf, komm. Komm. Komm mal. Hör auf zu schimpfen. Komm mal. Kennst du doch schon, hm? Komm her, komm, Schnecke, komm. Komm, Marci, komm. Straußenhenne Marci soll lernen, nicht in das Target, also den grünen Ball, zu beißen. Nein. Sobald Marci nicht zubeißt, gibt es einen Klick und ein Belohnungshäppchen. Super, machst du das. Das Geräusch soll Marci in Zukunft mit dem Futter assoziieren. Im Stall hat das schon gut geklappt. Doch wie läuft das im Freien? Das interessiert auch Biologin Jennifer Zamel. Ich liege am Körper. Hier draußen gibt es mehr Ablenkung für Marci. Etwa durch andere Strauße. Komm mal her nochmal. Komm mal her.
Nee, nee, Futter kriegst du nicht. Wunderbar. Jetzt darfst du. Nein, du doch nicht, Kelly. Nimm mir die Hand, du doofe Nuss. Was willst du denn jetzt hier? Du darfst nicht fressen. Du bist doch gar nicht im Training drin. Nee, 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 nee. Nicht schnappen. Nicht schnappen. Na, du sollst doch gar nicht fressen. Ja, scheuchst du mal weg. Ziel des Trainings ist es, Marci irgendwann mit dem Klicken beruhigen zu können. Etwa bei einer Untersuchung. Wenn du näher auf sie zugehst, würde sie zurückweichen? Nee. Gerade wenn sie sich größer macht, muss man wirklich aufpassen. Ja. Also du kannst im Training hinterher einfach darauf achten. Ja. Und jedes bisschen, was sie sozusagen reicht auch schon. Weniger ja. Droht, belohnen. Ja. Mach's mal auf. Na, drück die mal auf ruhig, dann komme ich nicht rein. Weiter, weiter, weiter. Ja, 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 hör auf zu schimpfen. Ich habe auch kein Futter mehr. Ja. Müsst ihr das mal wieder ein Futter holen. Ich glaube, dass der Schritt jetzt von drinnen direkt auf die freie Anlage zu gehen mit all den neuen Umgebungseinflüssen, dass das für sie, dieser Schritt ist zu groß. Also sie kann sich einfach nicht entspannen und das Training auf dem Niveau zeigen, auf dem sie eigentlich ist. Ja, und ich würde jetzt auch einen Schritt zurückgehen, weil es so nichts bringt. Sie spult sich eher hoch und ja, es ist kein Fortschritt zu erwarten. So. Also lieber jetzt einen Schritt zurückgehen und das Training noch mal neu aufbauen. Marci wird also eine Ehrenrunde drehen. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Nachttierhaus sollen die Besucher die Tiere auch tagsüber erleben können. Die Fenneks sind aber so scheu, dass von ihnen meistens nicht viel zu sehen ist. Das ändert sich gerade, denn auch die beiden Weibchen bekommen nun Klickertraining. So. Komm her, du bist schon bereit? Hm? Seit 2 Monaten klickert Peter Kalinke täglich mit den beiden. Ziel ist es, sie auch dann füttern zu können, wenn Besucher im Gehege sind. Komm her. Für ihre Verhältnisse sind die Fenneks schon richtig zutraulich geworden. Du hörst wenigstens. Na komm her. Hier haben wir 2 Weibchen und das hier Krummbein, die eigentlich die Schüchterne von den Beinen. Aber ist die einzige, die wohl heute kommt, weil die andere, die hat wohl keine Lust heute mitzumachen. Aber das muss ich wirklich mal probieren, dass die andere hier kommt, weil eigentlich soll die andere das hier machen. So, komm her. Dann bleib doch mal hier oben sitzen. Du musst nicht immer runterrennen. Komm her. Schön bleiben. Dieses Training mache ich eigentlich jetzt zurzeit noch als Beschäftigung für die Tiere und hoffe mal später dann, dass die Tiere dann so zutraulich werden, dass ich dann hier mit Kindergeburtstag oder so rein kann und damit dann die Kinder vielleicht mal oder das Kind den Pfennig mal anfassen können. Aber davon bin ich noch weit entfernt. So, wollen wir mal zur neuen Übung übergehen? So, komm mal her. Die neue Übung, einmal durch den ausgehöhlten Baumstamm gehen. Wenn Peter Kalinke das Weibchen dazu bringt, wäre das ein Riesenfortschritt. Hier, komm her. Jeder Millimeter, den sich das Fennek-Weibchen weiter hineintraut, wird belohnt. Und
Und jetzt will ich probieren, dass der Fennig sozusagen hier durch den Baumstamm durchläuft. Und ja, bis jetzt hat er es noch nie gemacht. Fein, super. Los, komm her. Komm her. Nein. Immer weiter traut sich das Weibchen. Zögerlich. Aber dann. Hey, super. Hier, komm. Hier, kriegst du gleich noch einen. Mit dem Baumstamm hat heute zum ersten Mal geklappt, dass sie komplett durchgerannt ist oder durchgelaufen ist. Und das hatte ich bis jetzt noch nie. Das war natürlich dann super gewesen. Die Belohnung für das gute Mitmachen. Zwei extra dicke Schaben. Trainingsstunde endet, die nächste beginnt. In der Anlage der Seebären wartet Lizzie darauf, dass es endlich losgeht. Elisabeth Jakob freut sich, endlich wieder für die alte Seebärin da zu sein. Lizzie, komm mal her hier. Nach einem Unfall war sie monatelang nicht im Zoo. Hallo. Ja, lecker, wa? Mal hier. Auge. 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 Klasse, Auge. Ganz toll. Ja. Und rein damit. Ich habe zwar zwischendurch immer ab und zu mal besucht, aber sie wurde immer mehr zu Diva. Hat mich dann angeschaut, so ungefähr, was willst denn du hier? Du bist ja sonst auch nicht mehr da. Und dann aber, wo sie jetzt mitbekommen hat, dass ich wirklich wieder kontinuierlich da bin, merkt man das. Und es ist wirklich so, dass sie bei mir da am besten mitarbeitet, selbst wenn sie satt ist. Sie freut sich einfach, dass man ihr Aufmerksamkeit schenkt. Und hier. 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 Aber eben nur, wenn das regelmäßig geschieht. Lizzie ist nun mal ein Gewohnheitstier. Und der Wiedereinstieg ins Training für die schon 23-jährige Seebärin war hart. Lizzie. Am Anfang wusste sie gar nicht, was ich von ihr wollte. Was dann relativ schnell und zügig aber abgelegt wurde. Wo sie auch noch einen Männerkomplex am Anfang hatte. Und hat sie dann aber auch abgelegt. Das ist wie so, als bin ich ihre Mutti, die sagt, der Mann ist in Ordnung, du darfst mit ihm reden. Und sie macht es dann einfach auch. Hier, Süße. Hier, komm rüber, komm. Ihr seid die Falschen. Die Falschen, das sind die Jungtiere Gloria und Garcia. Die werden von einem anderen Pfleger trainiert und sollen Lizzie nicht stören. Oh. Ja, hallo. Kommst du her? Warte mal, der rote Reif. Wollte man noch versuchen. So. Nee. Mach mal die Zähne. Klasse, Mickey Maus. So. Hm? Elisabeth Jakob freut sich über Lizzies Fortschritte. Die Seebärin galt als scheu und bissig, bis die Pflegerin mit ihrem Training anfing. Klasse, das hohe Alter war eine Hürde. Doch auch bei Seebären gilt. Zum Lernen ist es nie zu spät. Wer stört denn da schon wieder? Wenn die Kleinen rankommen, dann sie verweigert nicht das Training, aber sie bleibt dann halt einfach sitzen und wartet, bis die weg sind. Also verzögert sozusagen die Übung, weil sie sich genervt fühlt. Aber sie ist eine alte Dame, das darf sie auch sein. Und es ist ja auch zu merken, dass die zwei Kleineren immer frecher werden. Durchlaufen. Lizzie ist... Ah, ah. Jetzt verwechselst du was. Lizzie? Ah, ah. Ah, Lizzie? Lizzie? Hier durch. Jetzt verstanden? Hört doch mal auf da, Bodo. Geh weg. Christian Möller auf der Suche nach seinem nächsten Schüler. Geh weg. So, aber die Kudos, die ich eigentlich jetzt mal ein bisschen trainieren wollte, die sind jetzt verschwunden. Nach Straußenhenne Marci möchte er nun ein Kudu-Weibchen trainieren. Usuri, komm mal her. Usuri, komm mal her. Na, du kriegst kein Futter. Usuri, komm her.
Nur Kelly fühlt sich angesprochen. Nein, du kriegst nichts. Aber bei den Straußen war Christian Müller ja schon. Nein, du kriegst kein Futter. Willst du doch ein bisschen? Hier. Nicht in die Hand beißen, ey. Na, mehr gibt's nicht. Osuri, komm mal her. Osuri, komm mal her. Komm her, Schnecke, komm. Ja, komm mal her. Du doch nicht. Heißt du Osuri? Nein, nicht aus dem Eimer. Osuri, komm mal her. Osuri, komm doch mal her. Komm her, Schnecke, komm. Osuri, komm mal her, komm. Komm mal her, Mausi, komm. Na komm. Na komm her, komm. Osuri, komm mal her. Vielleicht suchen wir auch mal die Schwersten aus. Also, war ja schon mit Marci so, ja, wo alle gesagt haben, hast du gleich die Königsdisziplin ausgesucht. Osuri, komm mal her. Hast du gar kein Interesse? Komm, Schnecke, komm. Na, komm mal her. Kudus sind scheue Waldbewohner aus Afrika. Bei Gefahr fliehen sie. Und Christian Möller könnte ja auch eine Gefahr sein. Probieren wir noch mal. Komm mal her. Osuri, komm her. Osuri. War jetzt der erste Anfang, probiert auf der Anlage zu machen, ist wahrscheinlich denn doch alles zu groß. Muss ich mal einen Stall gucken und mich da auf den Trog setzen. Die Methode mal probieren, ja, dass er da dann eher ankommt, wo sie denn geschützter ist. Aber wie gesagt, hier draußen hat sie es ja auch schon gemacht. Sie hat mir ja auch schon was angenommen, aber ist wahrscheinlich doch dann zu gezielt und nicht so nebenher. Ja, muss ich dann doch noch mal ein bisschen üben. Na, das wird doch heute nicht mehr. Ist halt ein Mammutprojekt. Christian Möller nimmt es sportlich. Einen Kudu zu beschäftigen und dabei Vertrauen aufzubauen, dauert eben.